Das ist die Grundproblematik, die ich heute sehe. Proteine werden schlechter verwertet als die anderen Makronährstoffe. Man geht im Durchschnitt aus bei 40%, dass von dem, was Leute essen, tatsächlich 40% ankommt, verwertet werden. Und das andere Thema bei Proteinen ist halt, es ist der einzige Makronährstoff, dessen Abbau halt Probleme schaffen kann. Könntest du noch mal kurz und knapp zusammenfassen, was aus deiner Sicht so die größten Nachteile sind, wenn man zu viele Proteine zu sich nimmt über einen längeren Zeitraum? Ja, man produziert Stoffwechselabbauprodukte, die in verschiedenster Form ungünstig sein können. Stickstoff ist notwendig in Aminosäuren. Es ist aber eben auch eine Substanz, die in schädliche Derivate umgewandelt werden kann, Ammoniak. Zu viel Harnstoff, sodass es einen Rückstau gibt, sodass der Stickstoffabbau zu Harnstoff nicht vollständig funktioniert. Dann hat man diese Zwischenstufen, die nicht günstig sind. Dann gibt es noch eine Besonderheit bei diesen gelben geschälten Lungenbohnen. Und zwar haben die zwei Flavonoide, das Vitexin und Isovitexin. Und die sind die einzigen Substanzen, von denen bekannt ist, dass sie einen Gen abschalten, den sogenannten High Mobility Group Box Factor 1. Das ist jetzt ein langes Wortungetüm, aber auf jeden Fall ist das ein Alterungsgen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein Name ist Sören Schumann und ich interviewe heute Christian Dietrich Opitz. Wir sprechen heute über das große Thema Protein. Da gibt es ja verschiedenste Ansichten. Die einen warnen davor, die anderen schwören drauf. Es gibt Ernährungsformen, wo man sehr viel Proteine zu sich nimmt. Es gibt Ernährungsformen, wo man sehr wenig Protein zu sich nimmt. Es gibt Leute, die das quasi mehr oder weniger auch therapeutisch einsetzen. Es gibt Leute, die es quasi eine Therapie draus machen, möglichst wenig davon zu sich zu nehmen. Ja, es gibt auch von den Anwendern ganz viele verschiedene Erfahrungsberichte, positiv, negativ, zu viel und zu wenig Protein oder zu moderaten Protein. Und ja, da habe ich mir den Christian eingeladen. Er hat sogar ein ganzes Buch zu dem Thema geschrieben. Und ja, das hat mich ein bisschen überrascht, also auch im positiven Sinne, weil wenn du dir so einen Makronährstoff raussuchst und ein ganzes Buch dem widmest, dann denke ich, dann ist es auch ja, ein sehr, sehr spannendes und großes, komplexes Thema, worüber wir heute auch ausführlich sprechen werden. Hallo Christian, schön, dass du dabei bist. Hallo Sören. Und was sollten die Zuhörer und Zuschauer noch über dich wissen, bevor wir uns gleich in die Welt der Proteine stürzen? Naja, vielleicht zu dem Thema Proteine. Es ist einfach so, dass ich seit Anfang der 90er Jahre eben genau das so stark beobachtet habe, was du schon beschrieben hast. Diese unglaublich unterschiedlichen Aussagen über empfohlene Mengen. Es gibt also bei kaum einem Nährstoff eine solche Palette von dem, was empfohlen wird. Und diejenigen, die dann etwas dazu empfehlen, haben auch immer ihre Erfolgsgeschichten vorzuweisen. Und dann gibt es auch immer die Geschichten des Scheiterns mit diesem Ansatz. Und insofern finde ich dieses Thema wichtig genug, weil es eines von denen ist, wo ein pauschales Konzept für alle einfach extrem unwahrscheinlich ist, dass es dann funktioniert. Und deswegen finde ich es gut, dass wir das heute thematisieren. Okay. Was war denn so dein Einstieg in die Thematik? Oder wie waren so deine ersten Berührungspunkte mit dem Thema Protein? Du warst ja auch sportlich relativ aktiv und du hattest ja noch immer nicht schon immer das Wissen, was du heute hast, und die Erfahrung hattest du vielleicht vor 30 Jahren noch nicht. Wie ging es bei dir damals los? Ja, meine Teenagerzeit als Sportler, da kannte ich einfach nur so die konventionelle Sportphysiologie der damaligen Zeit. Und wurde das ja immer so an Menge pro Kilogramm Körpergewicht festgemacht. Und dann gab es dieses, naja, für normale Leute reicht 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Und dann Sportler, je nachdem, Ausdauersportler 1,5, Kraftsportler 2. Nur es gab dann eben auch so viele Gegenbeispiele. Ja? Und es gab Spitzen-Bodybuilder in den 80er Jahren, die keine besonders großen Proteinmengen zu sich genommen haben. Mhm. Ja? Und andere, die sich mit Protein zugedröhnt haben bis oben hin. Und dann stieß ich auf solche Ergebnisse wie Professor Kuratsune in Japan in den 50er Jahren. Und der hat Folgendes untersucht. Es gab ja im Zweiten Weltkrieg viele amerikanische Kriegsgefangene in japanischen Lagern, die
verhungert sind oder an extremen Mangelerscheinungen gelitten haben. Da hat man gesagt, naja, die haben ja nur 1100 Kalorien pro Tag bekommen. Das reicht ja nicht und die mussten ja auch oft noch arbeiten. Kuratsune hat dann mit seinen Studenten und mit seiner Frau experimentiert, was ist, wenn man diese 1100 Kalorien pro Tag, und sind dann sogar im zweiten Experiment noch weiter runtergegangen, isst, aber alles in roher Form. Also die haben dann fermentierten rohen Reis gegessen und Meeresalgen und rohes Gemüse und ein bisschen Obst und vielleicht noch ein paar Nüsse. Und diese Experimente gingen über 7, 8, 9 Monate und es ging ihnen richtig gut und die haben auch in der Zeit ein Haus gebaut, also körperlich intensiv gearbeitet. Nicht nur, dass es ihnen gut ging, sondern sie haben sich besser gefühlt als sonst, hatten mehr Energie, brauchten weniger Schlaf, auch bei körperlicher Arbeit. Man kann jetzt einwenden, die haben das natürlich nicht über Jahre gemacht, aber es war ein interessanter Hinweis, dass zum Beispiel unerhitztes Protein offenbar in der Verwertung Vorzüge hat. Und wenn wir uns dann im Tierreich anschauen, was essen denn Tiere? Natürlich gibt es karnivore Tiere, die essen dann mit Fleisch hohe Proteinmengen, aber in der Natur gibt es ja da eine Aufteilung. Je mehr Stickstoff die Nahrung eines Tieres enthält, umso seltener frisst es. Also ein Tiger, der hat bei jeder 10. Jagd Erfolg. Ein Tiger frisst auch mal eine Woche oder 10 Tage nichts. Und umso Und es kürzer ist auch der Darm, oder? Und so stärker ist die Magensäure. Ja, genau. Häufig gibt es den Zusammenhang auch. Und dagegen Grasfresser, na, das ist die stickstoffärmste Nahrung im Tierreich, na, die fressen den ganzen Tag. Und für die ist es wirklich problematisch, wenn sie ein paar Tage nichts haben. Und nun haben wir Menschen ja einfach die Möglichkeit, dass wir permanent Nahrungsüberschuss haben. Es ist ja auch bei indigenen Völkern so, die als Jäger und Sammler leben oder gelebt haben. Die haben natürlich reichlich Protein, wenn die Jagd erfolgreich ist, aber das müssen sie halt auch erstmal hinkriegen. Ja? Es gibt zum Beispiel bei den Kalahari Buschmenschen so eine Form des Jagens. Da müssen die Jäger 8 Tage warten, so bis das Tier kommt. Also es kann bis zu 8 Tagen dauern. Ja, in der Zeit haben sie nichts zu essen. Das heißt, diese Wechsel zwischen Fasten und Nahrungsfülle, die ist gerade bei Protein in der Natur ausgeprägt. Ja, das ist dann weniger bei den Pflanzenfressern der Fall. Was auch noch so ein Argument ist, was halt häufig von der Low-Protein-Fraktion angeführt wird, ist die menschliche Muttermilch. Die enthält 2% Protein. Und damit verdoppelt ein Baby sein Körpergewicht in 6 Monaten. Und die Muttermilch von Hunden und Katzen hat 10 bis 11% und die von Wölfen 18%. Also, dass natürliche Fleischfresser einfach einen sehr viel höheren Proteingehalt in der Muttermilch haben, ist auch schon mal offensichtlich. Auf der anderen Seite gibt es viele Leute, die berichten von sehr guten Erfahrungen mit so richtig viel Protein. Aber warum ist das so? Und da gibt es einfach häufig diese etwas unbedarfte Attribuierung. Wenn man beispielsweise mal Buchrezensionen nimmt, von Leuten, die jetzt so Geheimnis Eiweiß von Dr. Strunz gelesen haben, und dann schreiben die begeistert, was mit ihnen da passiert ist. Und dann liest man, ja, ich habe 20 Kilo abgenommen. Okay, das heißt, du warst 20 Kilo übergewichtig. Das heißt, du hattest eine echt beschissene Ernährung vorher. Und dann kommt eine Ernährung, da ist viel Protein, ja, aber das ist halt eben absolut kein raffinierter Zucker, das ist keine Industrienahrung, das ist kein Junkfood. Könnte das eventuell auch was damit zu tun haben? Ich meine, Möglicherweise. ja, die proteinreichen Ernährungen, die heute empfohlen werden, das ist ja nicht einfach viel Eiweiß und dann halt, ne, Eiweiß von McDonald's, sondern die ganzen Leute, die das empfehlen, die empfehlen dann ja auch nur Bio-Fleisch, Gras gefüttert und so weiter. Ne? Das macht ja was aus. Und natürlich diese komplette Abwesenheit von denaturierter, industriell verarbeiteter Nahrung macht eben auch was aus. Also genauso wie wenn Leute Veganer werden und sagen, wow, ich fühle mich so gut, mir geht es so viel besser, meine Allergien sind weg und das und das und das. Ja, liegt es nur daran, dass man Tierprodukte vermeidet oder liegt es vielleicht auch daran, dass man jetzt angefangen hat, frisch zu kochen und Biogemüse zu kaufen und sich vielleicht vorher so vom konventionellen Kram aus dem Supermarkt ernährt hat? Also wenn man diese Faktoren nicht beachtet und man isoliert dann nur diesen Faktor, viel, wenig Protein, ja, oder vegan oder eben nicht, dann wird man leicht in die Irre geführt. Nun gab es eine Studie an der Stanford-Universität Ende der 60er Jahre. Das
ging damals darum, herauszufinden, na gut, wie sieht es denn aus mit dem Proteinbedarf und wie kann man das ermitteln? Und es ist ja so, dass Protein der einzige Makronährstoff ist, der nicht gespeichert werden kann. Ja? Also Fett und Kohlenhydrate können wir gut speichern, Protein nicht. Und das bedeutet, das, was wir nicht verwerten, da scheiden wir den Stickstoff wieder aus. Ja? Und dann hat man in diesem Experiment die Probanden in Gummianzüge gesteckt, den ganzen Tag, und hat einfach dann die jeden Tag dann, ne, haben die das ausgezogen und dann wurden die abgesaugt, man hat die alle Hautschuppen und alles analysiert, auch alles, was auf der Toilette landete. Man hat also geguckt, was ist an Stickstoffausscheidungen da? Und dann hat man den Proteingehalt ihrer Nahrung reduziert, bis der Punkt kam, wo sie keinen Stickstoff mehr ausgeschieden haben. Und die Idee war, na gut, wenn sie keinen Stickstoff mehr ausscheiden, dann verwerten sie das ganze Protein, was sie essen. Dann gibt es nichts Überschüssiges, das abgebaut wird. Und dann hat man sie eine Weile auf dem Level gehalten, wo kein Stickstoff ausgeschieden wurde. Und es ging ihnen gut. Sie haben keine Mangelerscheinungen gekriegt. Ja? So, und nun aus dieser Studie heraus ging hervor eine Empfehlung von 0,8 Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Aber jetzt muss man Folgendes wissen. Viele Leute denken, oh, da gab es eine Studie und dann war das der ermittelte Proteinbedarf. Nein. Wenn solche Studien gemacht werden und dann eine Empfehlung formuliert wird, dann gibt es ja natürlich in so einer Studie ein Spektrum. Nicht alle Leute haben den gleichen Proteinbedarf. Na? Es gibt wenig, mittel, viel. Und die Empfehlung aufgrund einer solchen Studie, die macht man bei den 2,5% derjenigen fest mit dem höchsten Proteinbedarf und nicht im Mittelwert. Würde man es im Mittelwert machen, dann würden die 50%, die 49% darunter unterversorgt sein. Darüber meine ich. Die mit, na, würde ich genau den Durchschnitt nehmen, dann wären 49%, die einen höheren Proteinbedarf haben, mit der Empfehlung unterversorgt. Und da man bei Protein eben immer nur den Mangel im Auge hatte und nie bedacht hat, dass es auch Überschüsse geben kann, hat man diese Empfehlung rausgegeben. Aber auf der Basis dieser Studie kann man sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass du 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag brauchst, liegt bei 2,5%. Zu 97,5% ist das mehr, als was du brauchst. Okay. Nun kann man auch sagen, Dinge verändern sich und etwas, was sich verändert hat, ist aus meiner Sicht sehr klar, dass die Proteinverwertung heute schlechter ist als je zuvor. Das hat damit zu tun, dass die Körperkerntemperatur von Menschen seit Jahrzehnten sinkt. Ja? Die 37 Grad, die Karl Wunderlich im 19. Jahrhundert durch 1 Million Temperaturmessungen festgestellt hat als Durchschnittswert, da sind Eine wir heute bei, Million, eine ja. Million. Ja, also er hat 25.000 Menschen gemessen, aber halt immer wieder und kam auf Okay. also 1 Million Messungen. Das war der Durchschnittswert. Das ist ja eine riesige Zahl. Ja, der hat das über, ich glaube, 25 Jahre gemacht. Das war ein Okay. langes Projekt. Der hat es schon Ja. gründlich gemacht. Und Spannend. heute sind wir da so bei 36, 36,1. Und Verdauungsenzyme und gerade Proteasen sind sehr temperaturabhängig in ihrer Funktion. Und das ist die Grundproblematik, die ich heute sehe. Proteine werden schlechter verwertet als die anderen Makronährstoffe. Man geht im Durchschnitt aus, und das ist natürlich jetzt ein grober Durchschnitt, aber im Durchschnitt bei 40%, dass von dem, was Leute essen, tatsächlich 40% ankommen, verwertet werden. Und das andere Thema bei Proteinen ist halt, es ist der einzige Makronährstoff, dessen Abbau halt Probleme schaffen kann. Überschüssiges Protein kann erstmal zu Zwischenstufen im Abbau führen, die ungünstig sind, wie Mukopolysaccharide, die sich auf den Basalmembranen ablagern können, also zwischen Blutgefäßen und Geweben. Das hat schon 1947 Professor Lothar Wendt postuliert. Das wurde später auch elektronenmikroskopisch nachgewiesen. Ja, sein Sohn Professor Thomas Wendt, auch wie sein Vater Kardiologe, Das ist diese der Eiweiß-Speicherkrankheit, oder? genau, und das war halt in der Wirtschaftswunderzeit dann auffällig. Nun muss man sagen, das war eben auch eine Zeit, da haben die Leute meistens mehr gegessen, als sie Sport gemacht haben. Es gibt natürlich heute viel mehr Leute,
die auch gut Bewegung in ihrem Leben haben. Das war damals ja noch längst nicht so verbreitet wie heute und Bewegung ist ein wichtiger Faktor bei dem Thema. Aber nichtsdestotrotz gibt es diese Thematik dieser Eiweißspeicherkrankheiten und eine der therapeutischen Wirkungen von Fasten besteht ja auch darin, dass diese Eiweißspeicher dann effektiv abgebaut werden können. Dazu kommen dann halt Stickstoffderivate, wie zum Beispiel eine Zwischenstufe im Abbau zu Harnstoff, die dann Diabetes auslösen kann. Ja? Oder Ammoniak kann entstehen durch nicht verwerteten Stickstoff aus zu viel Protein. Und meine Schlussfolgerung ist erstmal, wenn Leute eine schlechte Proteinverwertung haben, dann können sie bei eigentlich ausreichender Menge einen funktionalen Mangel haben, weil sie nicht genug verwerten. Funktionaler Mangel ist nicht gut. Das andere ist auf der positiven Seite, Protein macht gut satt. Und viele Leute haben so ein Thema mit Zuckersucht und Heißhungeranfällen. Und aus der Schleife kann man mit einer proteinreichen Ernährung sehr gut rauskommen. Und gleichzeitig ist die Vorstellung, dass man auf Dauer sehr viel braucht, eventuell nicht so ganz günstig. Was also, wenn wir den Ansatz mehr darauf legen, dass wir die Verwertung verbessern? Wie wäre es denn mit 80% statt 40? Muss ich dann immer noch meine He Menge sehr stark erhöhen? Das hört sich schon mal gut an. Ja. Vielleicht noch so als kurzes Zwischenfazit. Also du hast vorhin gesagt, diese Empfehlung mit den 0,8 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, 0,8 Gramm pro Kilogramm. 0,8 Gramm, sorry, die ist, also für die meisten, die trifft nur auf 2,5% zu und auf 97,5% für die ist es zu viel, sozusagen. Laut dieser Studie aus den 60er Jahren. Ja. Und jetzt muss man natürlich bedenken, dass wahrscheinlich die Proteinverwertung heute schlechter ist als damals. Und dass die Einnahme vielleicht sogar höher ist, bei manchen, die es sogar gezielt machen. Also es wird ja auch von Ärzten, Therapeuten, Heilpraktikern teilweise 2 Gramm empfohlen, Ja, standardmäßig. und da würde ich dann sagen, und wie willst du sicher gehen, dass das jemand auch verwerten kann? Ja. Es ist einfach so, Proteine brauchen eine starke Magensäure, eine gute Körpertemperatur. Zwei Faktoren, die heute, also die eigentlich immer schlechter werden, sozusagen. Genau, ja. Und eben auch die Proteasenproduktion der Pankreas, das ist auch nicht immer so optimal. Und der andere Punkt ist halt auch, proteinreiche Nahrung ist dafür da, seltener gegessen zu werden, wie man im Tierreich sieht. Raubtiere haben so viel stärkere Magensäure als wir. Ja? Die sind einfach dafür gemacht, Fleisch zu essen auf eine Art, wie wir es nicht in dem gleichen Ausmaß sind. Und wie oft fressen die? Nicht dreimal am Tag, sicherlich nicht. Sicher mal viel auf einmal, wenn sie gejagt haben, gerade bei größeren Raubtieren. Ja, das sind dann schon beeindruckende Mengen. Aber dann gibt es auch wieder eine lange Pause. Und sich praktisch mit proteinreicher Nahrung so zu ernähren, wie es mit vegetarischer oder sagen wir mit eiweißärmerer Ernährung, Nahrungsmitteln komplett passend wäre, also dieses mehrmals täglich große Mengen, das ist halt die Frage, ob das auf Dauer so gut ist. Und wenn man nicht diesen Faktor der Verwertung beachtet, dann kann es eben sein, dass man Nachteile bekommt. Und ein Punkt, der eben auch immer wieder wichtig ist, wenn man die Ernährung umstellt und sagen wir mal, diese Umstellung hat Vorteile, aber auch potenzielle Nachteile, dann wird der Körper immer zuerst die Vorteile haben. Und die Nachteile, das kommt später. So viele Leute stellen sich auf vegan um, vegane Rohkost, es geht ihnen toll, 1, 2, 3 Jahre. Und dann fangen nicht selten Probleme an. Und das ist mit proteinreicher Nahrung eben auch so. Wenn man jetzt aus der Zuckersucht kommt, ja, und dann isst man proteinreich, aber gut, hochwertig. Ja, natürlich wird es einem da sensationell gut gehen eine ganze Zeit. Aber vielleicht irgendwann auch nicht mehr. Also macht es aus deiner Sicht Sinn,
das mal zu testen, also so ein Aminosäurenprofil zu machen? Oder ist es aus deiner Sicht erstens eher nicht aussagekräftig oder zweitens vielleicht dann sogar eine überflüssige Ausgabe? Oder kann das schon was bringen, wenn einen das interessiert? Ich muss ehrlich sagen, wozu? Weil erstmal Aminosäuren als Blutwert, das unterliegt großen Schwankungen. Tageszeit, in welchem Zustand ist der Körper gerade, Anabol, Katabol. Und dann Aminosäuren werden im Blut transportiert. Das ist ja nicht die Stätte ihrer Funktion. Und deswegen ist es immer bei Nährstoffen im Blut, die keine Elektrolyte sind, denn Elektrolyte haben an sich auch eine Funktion im Blut, ja, mit dem Elektrolythaushalt, Ausgleich, Flüssigkeitsdruck und so weiter. Da ist immer so ein bisschen die Frage, was sagt es wirklich aus? Ja. So wie man kann irgendwelche Vitamine reichlich im Blut haben. Ja, vielleicht haben sie deswegen im Blut, weil sie nicht gut in die Zellen kommen. Dann fühlt man sich auf der sicheren Seite und die Zellen haben Mangelerscheinungen. Und ich habe ja viele Leute erlebt, die haben dann Aminogramme machen lassen, dann haben sie dann Aminosäuren eingenommen. Da hat sich aber in vielen Fällen nicht groß was verändert bei ihnen, was ihr Wohlbefinden angeht. Und was ich halt auch wichtig finde, ist, dass man diesem subjektiven Aspekt der Ernährungsgestaltung wieder Raum gibt. Das heißt, Körpergefühl. Natürlich muss, damit das Körpergefühl zum Thema Ernährung funktioniert, gewährleistet sein, dass man kein Junkfood isst, denn das irritiert das Körpergefühl sehr stark. Und es muss auch gewährleistet sein, dass man nicht aus emotionalen Gründen isst, denn das überdeckt natürlich einen gesunden Ernährungsinstinkt. Aber wenn man hochwertige Nahrung hat und man isst entspannt, in entspannter Atmosphäre und nicht unter Stress, wie ist es dann? Isst man dann irgendwas, weil der und der sagt, man soll, ja? Oder isst man, oder entspricht es dem, was man auch wirklich spürt. Und was das angeht, ist meine Beobachtung eben die mit meinem Klientel, da gibt es zu Proteinen so ziemlich alles. Da gibt es Leute, die, wenn sie auf ihr Körpergefühl hören, weniger Protein essen und es tut ihnen wahnsinnig gut, weil sie einfach zu viel gegessen haben. In manchen Fällen ist es einfach so das Gewohnheitsmäßige oder bei Sportlern, ja, die sich mal so richtig mit Protein gemästet haben. Und zum anderen gibt es Leute, denen tut es gut, wenn sie mehr essen. So ehemalige Veganer oder ja, einfach Leute, die in diese sehr feine ätherische Richtung gegangen sind mit ganz überwiegend Rohkost und so weiter. Denen kann das sensationell gut tun. Oder auch Leute, die schlechte Proteinquellen gegessen haben lange Zeit, ne? Wenn jetzt so Leute Sojaprodukte essen, die nicht fermentiert sind, also ich meine jetzt nicht Tempeh oder Miso, sondern na, so andere Sojaprodukte eben, das ist keine gute Proteinquelle, überhaupt nicht. Und die brauchen dann vielleicht auch erstmal eine Weile hochwertige Proteine in größerer Quantität. Und deswegen sage ich, das ist eine sehr individuelle Geschichte, aber den Fokus würde ich legen auf gute Verwertung. Auf gutes Körpergefühl, also intuitiv und halt die Verwertung erhöhen und dann reguliert sich das Genau. automatisch sozusagen und halt gute Quellen zuführen. Ja. Könntest du noch mal kurz und knapp zusammenfassen, was aus deiner Sicht so die wichtigsten oder die größten Nachteile sind, wenn man zu viele Proteine zu sich nimmt über einen längeren Zeitraum? Ja, man produziert Stoffwechselabbauprodukte, die in verschiedenster Form ungünstig sein können. Stickstoff ist notwendig in Aminosäuren. Es ist aber eben auch eine Substanz, die in schädliche Derivate umgewandelt werden kann. Ammoniak, zu viel Harnstoff, sodass ein Rückstau gibt, sodass der Stickstoffabbau zu Harnstoff nicht vollständig funktioniert. Dann hat man diese Zwischenstufen, die nicht günstig sind. Die Mucopolysaccharide, die sich auf die Basalmembranen legen können. Ja, das sind mal so ganz wesentliche Punkte. Und es wird manchmal gesagt, es würde die Nieren überlasten.
Bei schwachen Nieren kann das der Fall sein. Deswegen ist ja immer so bei Nierenerkrankungen, Nierenschwäche, das Erste, was empfohlen wird, die Proteinmenge zu reduzieren. Wenn die Nieren gut funktionieren, das ist sicher kein Thema, aber ja, in dem Fall dann eben auch. Ja, das sind ein paar ganz gute Gründe, dass man schaut, brauche ich die Mengen, die ich esse, oder esse ich vielleicht Mengen aus Gewohnheit oder weil ich glaube, ich sollte. Okay, dann würde ich jetzt gern mit dir über die Lösungsansätze sprechen. Wir haben ja auch schon vieles genannt. Also einmal eine gute Qualität der Proteinquellen, dann das Thema Körpertemperatur. Die meisten haben eine zu niedrige Körpertemperatur, das heißt, man sollte sie erhöhen langfristig. Thema Magensäure, die meisten haben eher eine zu schwache Magensäure, das heißt, man sollte sie auch langfristig stärken. Dann Thema Proteasen. Da kann man auch an einigen Stellschrauben drehen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal so die wichtigsten Infos durch, wo du sagst, das hat ja den größten Impact. Ja. Ja, fangen wir bei der Körpertemperatur an. Wenn man Untertemperatur hat, dann wird man einerseits mehr Protein brauchen, sehr wahrscheinlich, weil man es schlecht verwertet. Andererseits, weil man es nicht gut verwerten kann, wird mehr zu essen nicht so viel nützen. Das ist halt so ein kleiner Teufelskreis dann. Und deswegen Leute, die ständig frieren, ja, und deren Temperatur, wenn man so 20 Temperaturmessungen an 5 Tagen macht und der Durchschnittswert ist dann so, ja, knapp über 36, da kannst du über die Ernährung alleine nicht viel machen. Ernährung findet nicht isoliert statt. Ja, das ist ein Ganzkörpergeschehen und hat große Überschneidungen eben mit allen möglichen physiologischen Funktionen. Noch kurz. Und Ich glaube, ganz wichtig wäre noch zum Thema Temperatur, was empfiehlst du zur Messung? Weil wenn ich falsch messe, dann kann das sehr schwanken. Wenn ich das im Mund messe und vorher was getrunken oder gegessen habe, was empfiehlst du? Empfiehlst du rektal oder unter den Achseln oder gibt es ja verschiedene Möglichkeiten? Unter den Achseln reicht eigentlich, viermal täglich zu verschiedenen Tageszeiten, weil die Körpertemperatur mit den Tageszeiten schwankt, an 5 Tagen hintereinander, 20 Werte, davon den Durchschnittswert. Das ist relativ zuverlässig. Ja. Und also ein Galliumthermometer. Ne? Digitale sind tatsächlich ungenauer. Ein Galliumthermometer ist da effektiver. Ist Gallium so eins zum Schütteln oder ist das nochmal was Ja. anderes? Okay. Ja, es ist das, was man heute nimmt, statt Quecksilber. Ja. Okay. Ja, und in meiner Arbeit mit Leuten war es so, dass diese alte tibetische Methode Tummo, die ich sehr lange Zeit unterrichtet habe, die einfach sehr gut eine gesunde Körpertemperatur wiederherstellt in 6 bis 12 Monaten, dass die bei ganz vielen Leuten die Verdauung immens verbessert hat, allgemein, aber dann eben auch speziell für proteinreiche Nahrung. Und ich unterrichte jetzt Tummo nicht mehr selbst, aber ich habe das jetzt übergeben an ein paar sehr gute Freunde von mir, die da sehr qualifiziert sind. Und das wird dann auch demnächst über mein Newsletter und auf meiner Homepage bekannt gegeben, dass es also dann diese Seminare geben wird. Da wird es ja auch so eine Auflistung geben dann, also wo es diese Leute aufgelistet sind, dass man gucken kann, wer ist vielleicht in der Nähe. Das werden wir hier dann auch drunter verlinken. Ja, genau. Und ja, das ist einfach essentiell bei dem Thema. Ja. Wenn man richtig effizient verdaut, dann ist es manchmal erstaunlich, mit welchen nicht so großen Nahrungsmengen man allgemein auskommt. Ja. Ich habe so viel Hunger, heißt nicht immer, ich brauche mehr Essen. Es heißt in vielen Fällen, ich verwerte mein Essen nicht gut. Und vielleicht noch zum Tummo, das hast du, glaube ich, gerade gar nicht gesagt. Das heißt so übersetzt sowas wie erwecke dein inneres Feuer. Inneres Da Feuer, ja, genau. merkt man ja auch, dass also Feuer, Magensäure, das Ganze besser verbrennen sozusagen. Ja, und es ist tatsächlich etwas, was die Körpertemperatur nachweislich erhöht und deswegen auch Kälteresilienz, aber interessanterweise auch Hitzeresilienz fördert. Und es kommt halt aus Tibet und der Durchschnittstibeter lebt auf 3.300 Meter Höhe. Die Leute kennen Kälte.
Deswegen haben die eben ein System entwickelt, was den Körper von innen schön wärmt. Und nicht nur aus dem Grund, aber es ist eine sehr wirksame Praxis allgemein für das Basislevel an Lebensenergie, aber eben auch speziell für dieses Temperaturthema. Dazu haben wir schon mal ein extra Video gemacht. Das heißt, die Leute, die da jetzt tiefer eintauchen wollen, die können sich dann dieses extra Video noch anschauen. Und ich denke, dann müssen wir jetzt nicht noch mehr drauf eingehen und können uns eher auf die anderen Faktoren beschränken. Was zum Beispiel Thema Magensäure, vielleicht kannst du da so die wichtigsten Fakten aus deiner Sicht zusammenfassen. Ja, Magensäure wird ja auch im Alter im Allgemeinen schwächer. Ja, also man sagt ja, so ein 55-Jähriger hat nur noch etwa ein Viertel der Magensäure wie ein 25-Jähriger. Nun sind das in zivilisierten Lebensweisen mit ungesunder Nahrung halt auch immer solche Zahlen, die entsprechen dem unbedingt natürlichen Ablauf, sondern dem degenerativen Ablauf einer schlechten Lebensweise. Nichtsdestotrotz haben viele Leute Magensäuremangel. Das hat auch enorm viel mit Stress zu tun. Und zwei Dinge, die man da machen kann, ist erstens 20 Minuten vor dem Essen ein Glas warmes Wasser trinken. Denn das ermöglicht dem Körper, etwas mehr Magenschleimhaut zu bilden. Und wenn mehr Magenschleimhaut da ist, dann kann sich der Körper leisten, stärkere Magensäure zu produzieren. Denn ein Grund für mangelnde Magensäure besteht darin, bei einer schwachen Magenschleimhaut, da würde sich der Magen ja, der würde ja verätzt werden von zu starker Magensäure, und der Körper kalibriert sowas ja intelligent. Und natürlich ist zu viel Stress ein Riesenfaktor dabei, also zu viel emotionaler, mentaler Stress, nicht körperlicher Stress, indem man sich körperlich fordert. Und ja, das ist so eine alte Geschichte aus dem Ayurveda: 20 Minuten vorm Essen Glas warmes Wasser, und es ist einfach gut, das hilft. Ja. Und das andere, was ich eben seit 2004 beobachte, seit die gute Viktoria Butenko, die sich die grünen Smoothies ausgedacht hat, ist, dass grüne Smoothies, ja, so Wildkräuter oder Microgreens oder andere sehr hochwertige grüne Blätter mit Früchten und Wasser, wenn das eine erste Mahlzeit am Tag ist, das erhöht die Magensäureproduktion. Da hat sie sogar Die Studie gemacht, ne? die Studie gemacht in Medford, genau, mit einem Arzt, und da hat sich die Magensäureproduktion bei den Leuten um 35% erhöht in 2 Monaten. Und das ist echt viel. Das ist richtig viel. 35% ist Weltklasse. Wenn man sich mal vorstellt, man macht es halt 2 Jahre oder dann idealerweise dauerhaft, wenn der Körper danach ruft, dann. Ja, dann ist einfach sehr wahrscheinlich immer ein gutes Level da. Ja. Und das ist immens wertvoll. Und Und der Vorteil ist ja auch, da dieser grüne Smoothie so schön aufgespalten ist, da ist jetzt quantitativ nicht so viel Protein drin, aber dadurch, dass das so fein aufgespalten ist und wenn man vielleicht noch hochwertige Quellen drin hat, wie Wildkräuter, vielleicht auch mal, wenn es das gerade gibt, auch ein paar Wildkräutersamen wie Brennnesselsamen dazu oder Grünkohl oder ja, die haben ja auch schon einen gewissen Anteil an Proteinen und die sind dann sehr gut verfügbar und leicht aufnehmbar. Ja, und viele Grünpflanzen haben tatsächlich auch ihren Proteinanteil in Form von freien Aminosäuren. Ja. Das ist auch zu bedenken, denn Pflanzen brauchen tatsächlich, da wo Tiere, Menschen eben komplexe Proteine brauchen, die brauchen oft einfach freie Aminosäuren. Und deswegen haben wir das bei grünen Pflanzen, also bei grünen Blättern. Ja, das haben wir jetzt nicht so sehr in den Wurzeln, aber bei grünen Blättern ist das, wie du sagst, keine beeindruckende Menge quantitativ, aber so ein Wildkräutersmoothie, der ist schon eine gute Aminosäurenquelle in sich selbst. Ja, das stimmt. Und da habe ich dann quasi, sage ich mal, zwei Fliegen mit einer Klappe, da ich auch diesen Bitterstoffaspekt drin dabei habe, der ja generell auch die Magensäureproduktion und wahrscheinlich auch die, könnte ich mir vorstellen, dass auch die Proteaseproduktion dadurch angeregt werden. Ist das so? Zu der Oder? Proteasenproduktion habe ich jetzt keine Daten. Ich weiß nicht, ob, ich glaube nicht, dass es schon mal untersucht worden ist. Auf jeden Fall ist die Erhöhung der Magensäureproduktion so, dass was immer man an Proteasen produziert, halt dann effektiver arbeiten kann. Okay. Dann wäre der nächste große Faktor hochwertige Quellen. Haben wir jetzt schon leicht angerissen mit dem grünen Smoothie, aber was sind aus deiner Sicht da gute Quellen, wo man sich orientieren kann und welche sind vielleicht eher nicht so optimal?
Ja, nicht optimal. Wie gesagt, die nicht fermentierten Sojaprodukte sind nun gar nicht gut. Alles im Bereich tierische Produkte, was nicht richtig gute Qualität ist. Ne? Je höher etwas in der Nahrungskette ist, umso mehr akkumulieren sich Umweltprobleme. Man kann zum Teil wesentlich mehr Glyphosat aus schlechtem Fleisch kriegen, als aus Pflanzen, die mit Glyphosat angebaut werden, weil ein Tier halt tonnenweise pflanzliche Nahrung frisst. Und dann akkumuliert sich viel in dem Fleisch. Ja, und sehr hohe Qualitäten der Erzeugung ist natürlich immer maßgeblich. Da würde ich eben auch sagen, jetzt beim Thema Fleisch, ne, also Grasfütterung und einfach richtig gute Bioqualität ist auf jeden Fall wichtig. Im pflanzlichen Bereich, ich bin ein sehr großer Fan von Hanfsamen, dem 30% Estidin. Das ist ein sehr gut verwertbares Protein für uns Menschen. Und gelbe geschälte Mungbohnen, das ist eine außergewöhnlich gute Proteinquelle. Das sind die einzigen Hülsenfrüchte, die keine Flatulenzfaktoren haben. Man muss also nicht pupsen davon. Und das ist eigentlich das alte Mittel im Ayurveda, aus dem man auch Skitcheri macht. Und dann gibt es noch eine Besonderheit bei diesen gelben geschälten Mungbohnen, und zwar haben die zwei Flavonoide, das Vitexin und Isovitexin. Und die sind die einzigen Substanzen, von denen bekannt ist, dass sie ein Gen abschalten, den sogenannten High Mobility Group Box Factor 1. Das ist jetzt ein langes Wortungetüm. Aber auf jeden Fall ist das ein Alterungsgen. Und Vitexin, Isovitexin, die schalten den eben ab, diesen Genfaktor. Und das ist eine sehr, sehr gute, sehr gut verwertbare Proteinquelle. Rohe Eier Warte noch sind. ganz kurz zu den gelben geschälten Mungbohnen. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Haben die auch noch einen anderen Namen? Oder wie kann ich, kriege ich die in jedem gut sortierten Bioladen? Nee, nicht unbedingt. Da muss man gucken bei so Shops, die Ayurveda-Produkte haben. Okay. Ja. Es kann auch gelber Mungbohnendal heißen. Oder gelbe Mungbohlen einfach Ja. unter dem Begriff. In Geschäften gibt es das nicht immer. Sondern ja, es gibt ja genug Webshops, wo man Bio-Ayurveda-Lebensmittel bekommt. Ja. Ja, und noch ganz kurz zum Thema Hülsenfrüchte an sich. Du hast ja gesagt, einige können da so ein bisschen Nebengeräusche mit sich bringen. Das hängt natürlich auch davon ab, wie ich sie zubereite und wie meine Magensäure ist und mein Verdauungstrakt funktioniert. Es gibt ja mittlerweile auch so einen Trend, der kommt so aus diesem Carnivoren-Bereich, der sagt, ja, Hülsenfrüchte sind was ganz, ganz Schlimmes, weil die halt ja, gewisse Stoffe mit sich bringen. Andererseits sieht man ja aber auch, wenn man sich die langlebigsten Völker anschaut, dass da auch relativ häufig relativ große Mengen Hülsenfrüchte konsumiert werden. Was für ein großes Thema, was für ein spannendes Thema. Und ja, ihr habt mitbekommen, dass man es das wirklich von vielen Perspektiven betrachten muss, dass es nicht mit einfachen Dosierungsempfehlungen oder Verzehrempfehlungen getan ist. Das Thema ist viel größer und es geht auch noch weiter, dieses Video. Leider ist auf YouTube jetzt hier das Video vorbei, aber der Christian hat noch einige andere spannende Informationen, die er mit uns teilt. Und ich habe mich dazu entschieden, das Video jetzt hier an dieser Stelle auf YouTube zu beenden, weil mein YouTube-Kanal ziemlich unter Beschuss steht. Ich habe auch das Gefühl, dass er gedrosselt wird. Ich habe einen Strike bekommen, er wurde entmonetarisiert. Und daher habe ich mich dazu entschieden, das komplette Video auf einem anderen Kanal zur Verfügung zu stellen. Natürlich 100% kostenlos. Ihr müsst einfach nur auf den ersten Link in der Videobeschreibung klicken, hier unten. Dort könnt ihr den Zugang anfordern zu dem kompletten Video. Und das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert. Da plaudert der Christian noch einiges aus dem Nähkästchen, gibt noch einige spannende Tipps und Informationen, die man auf jeden Fall nicht verpassen sollte. Also ich wünsche euch viel Spaß damit. Und wir sehen uns dann wieder im kompletten Video. Bis dahin, euer Sören. Ciao.